geht's ja weiter mit dem Stollen. Ne? Und hier siehst du schön Tagesbruch von unten. Kannst du hochgucken. Okay, los aus. Oder alle drei. Mir ist das jetzt eigentlich relativ. Das Hang sieht ja gut aus. Ja gut, dann geh mit der Lampe mal vor. Ja, oder komm, ich rutsch da jetzt rein. Ja, gib mal Gas. Bisschen Action hier, Action-Movie. Wasserbank-Sandstein zum Glück hier, aber Hauptschulzeit ist so. Feuerzeug mit, du Nase. Warum soll ich das reinstecken? Ja, schon, hier. Vorsicht. Soll ich den warten hier? Ja, ja, oder komm nach. Komm rein, fertig. Uli weiß ja, wo wir sind. Ist auch nie was nachgebrochen. Oh, sieht gut aus. Ja, komm rein. Ist, dann haben die ja mit dem Abbau mal rausgeklöppelt hier. Ja. Wo ist noch Draht? Ja. Ist auch eine Bohrung, siehst du? Ja. Ja, ich denke, die jetzt gut. Boah, können die aber auch nie was reinpacken. Nur. Moment, die nächste Bohrung. Sieht ja schon geil aus, ne? Ja. Mechanisch mit dem Hobel durch, aber Richtung Schruckhöfe wurde das immer dicker. Irgendwann hattest du da 50, 60 cm Berge packen, dann mussten sie den erst mit dem Hammer rausholen, um danach mit dem Hobel durchzugehen. Ja. Und dieselbe Situation wie Trappe, ne? Da liegen die beiden Flöze auch zusammen. Ja. Hier würde ich jetzt empfehlen, ein bisschen an der Seite lang zu gehen. Bitte? Ja, aber das liegt dann links auf, ne? Naja, das wird schon gut gehen. Das macht die Funze. Oh, ich glaube, da hinten ist Dämmeralarm. Du wartest auf die Funzel da, ne? Wow, Querschlag hier.
Rechts kommen wir zum Schacht, so wie das aussieht. Da unten ist Dämmer. Ja, da schaust du. Geh mal rüber zum Schacht. Auch mal da oben die rumkaspern, weißt du? Ja, spannend, hier sind noch die Rutsche drin. Ja. Oh, Dämmer, ich geh mal runter. Alles hier, Rutsche. Die haben sie zum Schluss bestimmt nur zum Verfüllen benutzt. Hier ist ein Ausweichort, ein kleines. Wartet Fass. Mithangen dann, ne? Also ein Stück. Boah, schöne Mocke hier, ja. Ja. Noch Qualität, wa? Kein Stück angerostet. Oh, hier ist noch eine Trockenmauer. Ein Querschlag ist hier noch. Alter. Ja, hier haben sie noch was zu tun, ne, mit dem Ab. Ja, ja, ich bin hier. Also hier ist wieder, hier ist ein Abbau zwischen, Pfeilerbau. So, hier unten ist Plempe. Schon trocken ist die Plempe. Naja. Wir kommen noch runter hier. Das werden sie auch noch komplett volllaufen lassen hier, die Scheiße. Ja. Oh, alte Druckluftleitung noch.
du durch die Trockenmauer geguckt rechts? Ja. Kannst du den alten Abbau reingucken rechts? Trockenmauer. Ja, jetzt vor dir. Vor dir links, Entschuldigung, von mir aus gesehen rechts. Das rechts meinst du? Ja. Einmal vor, dann habe ich das besser auf eine Linse. So was sieht man ja nicht alle Tage. Ja. Ja, ne, so was, dass man so was nicht offen lassen könnte, ne? Zwei Schächte. Steht alles wie eine 1 mehr oder weniger. Ne, so eine alte Kleinzeche hier. Das wäre doch mal ein richtiger, bitte? Hier. Ja. Da haben sie auch mal als Kappe benutzt, das Ding. Rausgeflext. Bucht. Hier links ging da bestimmt Förderkorb hoch. Oder durch den anderen Schacht kann auch. Weil die Schüttelrutsche haben sie ja zum Verfüllen benutzt. Schon. Hätten sie mal vorher hier reingeguckt, dann hätten sie genau gesehen, wo sie was verfüllen hätten müssen. Beziehungsweise bei der Überdeckung ist das eh schwach. Druckluftleitung noch? Geht's weiter. So, dann gucken wir mal, was? So ein Kügelchen gefunden. So, auch hier ist das ein bisschen den Kopf hoch. Man fällt nicht mit so Schwung auf die Birne. Ein bisschen auf hier sind noch Nägel und so Scheiß teilweise.
irgendwo in dem Scheißholz. Aber vorbildlich ausgebaut hier. So. Der Wetterschacht gewesen sein. So, Schacht ist hier, ne? Ja. Geh mal ein Stück runter und guck mal, was Plempe macht. Ja. Aber hier unten scheint das nicht weiter zu gehen. Und dickeren Berge packen dazwischen. So, brennt noch das Ding. Die Flamme, die ist noch okay. Sonst gib her, wenn du nicht mitkommen willst, dann gib die Funze her. Wenn die Flamme ausgeht, ist noch genug Sauerstoff da. Oh, hier ist mal ein Versatz. Hier geht's weiter runter. Ja. Der ging auch mal weiter. Geht hier auch weiter runter. Haben sie einen kleinen Berg hingeschüttet, sieht von oben aus wie verfüllt. Fertig, hier hinter ist nichts mehr. Stehen die Kappen sogar noch. Ja, wie gesagt, Wasserbanksandstein. Die meisten Steinbrüche bei uns in der Gegend haben das Zeug über uns abgebaut. Zu warten.
steht sogar noch ein Stempel. Aber Wahnsinn, wie alt hangen wir hier? Wie eine 1, ne? Ja. Hier haben sie noch was zu tun, ne? Guck mal, alter Handschuh. Ja. Was? Ja, ja. Ein paar, ne? Keine Plempe, cool. Kleine Öffnung nur. Ja, ich guck da gleich mal um die Ecke. Ich guck jetzt erstmal hier. Ah ne, hier ist Grundwasser. Da hinten ist Plempe, so wie ich jetzt sehe. So Plempenreste, so irgendwie so richtig Plempe. Da jetzt nicht. Vermuten geht es auch wieder weiter nach rechts. Auf jeden Fall haben sie hier schon mal zu tun. Ne? Kannst ja gar nicht alles sichern hier. Und wenn ich das Hangende sehe, würde ich ein paar Trupps reinsetzen in die Mitte, Mauern drunter, fertig. Dann haben sie ja drei, ne? Den, den hier und hinten den. Und der Stollen an sich ist ja eigentlich auch ein Schacht, ne? Der geht ja auch im Einfallen runter. Das ist ja die Fortsetzung. Ne, davor der, ne? Ach so, ja, ja. Ja, ja, die haben natürlich Wetter aufhauen, ne? Die haben dem, sind dem Flöze ja schön gefolgt. So, ich gehe auch nochmal um die Ecke. Hier ist keine Plempe, das ist was auch immer. Die Plempe kommt von drüben, erst angeschwommen, die ist ja so 2 Meter weiter. Hier ist wieder ein Querschlag. Könnten wir rüber zu dem Schacht, wo ich gerade war, rüber gehen wahrscheinlich. Da wo ich gerade war, da drüben. Schuss müsste man aber kriechen. Geh mal oben wieder. Sah ja auch ein bisschen spannender aus. Aber hier ist das super mächtig, das Flöz. Alter Schwede, noch etwas mehr im Berge packen drin.
wir. Wenn du hier so einen Zugang hättest, so heimlich, dann bräuchtest du, glaube ich, kein Öl mehr holen. Immer hier schön so Sicherheitspfeiler von unten nach oben wegpicken. Eine Tonne lege ich oder wird danach noch seiger. Sieht cool aus, der Flöz, ne? Wie gemalt. Wäre was für die Wandtapete, wenn jetzt der scheiß Dämmer nicht noch da wäre. Ja, ist da, wo ich gerade stand. Sackdeckel sein hier. Ringt um die Kohle, Baumstamm oder sowas. Ja. Na jetzt gut, also wäre wirklich Pech. Das wäre wirklich. Verfeinert Wunder an Unfall. Ja, ich habe auch schon tausendmal gefragt, was ist da in der Unfallversicherung drin? Kriegst du einen Strauß Blumen? Bettina. Strauß Blumen. Kriegst du ein. Die Holzkiste bezahlen sie oder was? Nö. Ich bin auch schon ein halbes Jahr mal den Verträgen vom Schlebi und Gotthilfstollen hinterher, damit wir den für eine Rackma schicken können. Kann man den als Muster benutzen? Ja, lass uns Harcourt sehen, welche und dann hier reinsetzen. Schöne Abdrücke noch von Driftholz auf den Platten. Oh. Wurzeln, der ganze Scheiß.
links ging es ja auch noch da hinten. Mal gucken. Hier auch schönes Driftholz wieder. Auch weiter gar nicht gesehen gerade. Hier haben sie den Abbau verfüllt, auch interessant. Nö. Nö, ist Ende. Verbruch. Kommen wir ja in so eine geologische Störung rein, das könnte hier sein. Oder war ein Wetter aufhauen? Das ist die Kopfstrecke hier. Also vorbildlich verpackt hier alles. Markscheide. Pin. Auf jeden Fall, dass man mal angucken kann, wie es dahinter aussieht, weiß natürlich auch wieder keine Sau. Oh, Kopf von der Bierpulle. Ja, leider nur der Schnappverschluss. Ich meine, laut Karte ging da hinten so S-mäßig der Abzweig ab, weil da die geologische Störung ist. Liegt da oben drauf, guck mal. Wie ein Gummischeiß. Was ist?
Ich hole mir mal die Kamera, ne? Ja. Könnt ja hier warten, ich will da unten eh knipsen.